Mit der MVG jeden Dienstag auf die Lahü und das für nur 15 Euro inklusive Freigetränk. Nähere Informationen auf der Website der Mürzsaler Verkehrsgesellschaft. Musik wie zu Zeiten Karl des V. Das versprach das Programm des Ensembles Satyrs Band auf der Burg Oberkapfenberg. Unter dem Motto Tugend und Laster hat uns das Ensemble auf eine musikalische Reise ins 16. Jahrhundert mitgenommen. Wir spielen Instrumentalmusik aus der Zeit von Karl dem V. Karl der V. war selber sehr musikbegeistert. Und so spielen wir heute auf Blockflöten, also ein Konsort, ein Quartett von Blockflöten und ein Quartett von Dulzianen. Das sind Doppelrohrblattinstrumente. Fagottähnliche Instrumente, die es damals vor allem in Spanien gab und worauf man ja, zu Hof oder am Hofe musiziert hat. Die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten der Burg Oberkapfenberg haben den Flair dieser Musik ebenso unterstrichen wie die Verwendung historischer Blasinstrumente. Für Musiker ist das nach wie vor eine besondere Herausforderung. Ich denke, die größte Herausforderung ist eigentlich die Ästhetik der Musik, einfach versuchen zu rekonstruieren, wie die Musik damals wohl geklungen hat, was damals einen guten Musiker ausgemacht hat. Da können wir nur mutmaßen und je mehr wir in Archiven graben und je mehr wir auf diesen Instrumenten spielen, desto besser können wir diese tollen Klänge rekonstruieren. Möglich gemacht hat diesen besonderen Hörgenuss das Steirische Kammermusikfestival, das bereits zum dritten Mal mit seinem Programm zu Gast auf der Burg Oberkapfenberg war. Man sieht schon, dass Leute, die beim Festival einmal waren, wiederkommen und sich andere Konzerte auch ansehen. Es ist ein Nischenprogramm, richtig. Kammermusik wird nicht in riesigen Stadien gespielt, sondern da ist aber das Spezielle daran, der direkte Kontakt, der Draht, den das Publikum zu den Künstlern hat, und das forcieren wir. Und so dürfen sich die kulturhungrigen Obersteirer auch im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen mit dem Steirischen Kammermusikfestival freuen.